Hundequiz, wer nicht zu spoilern, aber ich glaube, nächsten Monat gibt es wieder ein Hundequiz. Das wird spannend. Da kommen wieder ganz viele Hundeleibe im Studio. Hundebesucher. Und mal wieder da. Jemand fragt, wo Annika ist. Annika hat heute frei. Die kommt mal anders wieder. Ich glaube, die ist morgen wieder da. Sie ist auch da, wie, hier, wie ich bin. Aloha aus Potsdam. Hat heute jemand, Rafa hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe ja bald Geburtstag. Noch jemand, Daniela hat heute auch Geburtstag. Es haben plötzlich alle Geburtstag. Gibt's doch nicht. Ja, ich habe ja nächste Woche Dienstag Geburtstag schon. Warum sehe ich euch nur montags? Heute ist doch Mittwoch. Ja. So. Grüße an den Super Jan. Da haben wir auch die Zeit. Genau. Laura ist die Beste, schreibt da jemand. Grüße an Benjamin, der gerade in Quarantäne sitzt. Hoffe, du spielst fleißig Quizduell. Wünsche mir alles Beste. Da hat jemand 10.04. Geburtstag, ist es ja bald. Jemand möchte gern ein... Was ist so schnell vorbeigegangen? Pferdequiz. Denkt ihr mal Pferdequiz, dann bringen wir 12 Pferde ins Studio. Gott, das wäre mal was, aber ich glaube, es passt leider nicht hier rein. Da hat auch jemand am Dienstag Geburtstag, viele April-Geburtstage. Sind bestimmt alle. April ist der beste Monat. Wann hast du Geburtstag? Am 5. Am 5. So, jetzt am Dienstag. Bist du dann auch hier im Studio? Ich glaube nicht. Vielleicht, wir werden sehen. Jemand sagt, hier auch Quarantäne, aber alle, die Quarantäne haben, ist eine super Sache, dass ihr zu Hause sitzt, könnt ihr Quizduell spielen, euch die Zeit vertreiben. Jemand fragt, welche Sternzeichen alle haben. Ich bin Sternzeichen Wassermann. Ich bin Sternzeichen Widder, glaube ich. Widder, ja. Genau. Krebs ist da jemand, Zwilling, Lion auf Englisch hier. Genau, und wir sagen Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu unserem Mittwochsquiz heute. Mein Name ist Christina, ich bin euer Host fürs heutige Quiz und ihr habt ihn schon gesehen, heute ohne Hund mit mir im Studio, der liebe Winston. Hallihallo! Jetzt haben wir endlich mal wieder die kleine Kamera hier. Genau, die kleine Kamera ist wieder da. Heute haben wir ein Wann-war-es-Quiz, also ein Jahresquiz, das heißt, die richtige Antwort oder das Ja, das ist immer der Ausgangspunkt für die nächste Frage. Finde ich ganz spannend. Und wir haben unsere kleine Timeline, die wir euch zeigen können. Aber ansonsten ist alles wie immer 12 Fragen. Heute gibt es bei der ersten Antwort 4 Antwortmöglichkeiten, bei der anderen immer nur 2. Genau. Und da gehen wir mit euch so ein bisschen durch die Zeit heute. Bis Frage 7, wir machen unseren Rettungsring. Und vielleicht habt ihr es schon gesehen, bei Instagram heute gab es einen kleinen Tipp. Also folgt uns da gerne. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich hoffe, heute haben alle die zweite Frage richtig, weil ich habe euch einen Tipp gegeben bei Instagram. Die Frage hast du ganz verraten sogar. Genau, Rest der Woche. Morgen unser Monatsfinale. Yes! Großer Pott 2015. 12 Fragen aus dem vergangenen Monat. 1.000 Euro im Pott. Euro? Da müsst ihr alle dabei sein. Gibt viel zu gewinnen. Und alle, die mitgespielt haben, müssten eigentlich die Fragen kennen. Finde ich auch. Und am Samstag haben wir ein 80er-Jahre-Musikquiz, Sonntag unser Wochenfinale, wie immer. Wir fragen immer heute sowas wie vorher oder nachher oder nach dem Jahr. Aber wenn ihr das genaue Jahr wisst, schreibt es gerne in den Chat, da bekommt ihr von mir einen Daumen nach oben. Und wir haben auch einen Pott dabei, dürfen wir nicht vergessen. Genau, wir haben unseren Pott, und zwar ganze 1000 Rettungsringe heute, yes. Habe ich schon ganz vergessen. Genau, normalerweise haben wir die Rettungsringe immer am Donnerstag, heute haben wir die am Mittwoch, weil morgen Monatsfinale ist. Das stimmt. Liebe Leute, es geht los. Die erste Frage und unser Ausgangsjahr wird hier bestimmt. Frage Nummer 1. In welcher Präsidentschaftswahl bekamen die USA ihre erste weibliche Vizepräsidentin? 1720, 1820, 1920 oder 2020? Das heißt, die richtige Antwort, von der machen wir dann weiter in der nächsten Frage. Ich sehe auch die richtige Antwort schon viel im Chat, und alle, die vor kurzem Nachrichten geschaut haben oder sich ein bisschen informiert haben, sollten das eigentlich wissen. Wer ist die richtige Antwort und wann ist die richtige Antwort, Winston? Kamala Harris, und die wurde zur Vizepräsidentin gewählt 2020. Und das Amt betrat sie 2021. Und wir haben 9.878 Personen dabei, und wir... Da haben wir viele falsch geantwortet für die erste Frage, 1920. Aber ich finde, wir bauen mal kurz auch unsere kleine Timeline hier. Genau, hier ist unsere Timeline. Viele, die rausgeflogen sind, machen mich ein bisschen traurig. Da haben wir Kamala Harris. 2020. Und mit dem Jahr machen wir weiter mit Frage Nummer 2. Der Film Titanic hat Premiere vor 2020 oder nach 2020. Und da habe ich euch heute bei Instagram einen Tipp gegeben. Hoffe, ihr habt den gesehen und auch angeschaut. Ich sehe die richtige Antwort schon ein paar Mal im Chat.
Genau, die Geschichte der Titanic, die ist ganz lange her, oder das richtige Ereignis war 1912, aber der Film, der war vor 2020, also auch wie das eigentliche Ereignis, das wussten 10.104 viele Rettungsringe und, hier und haben das wir die war Timeline. Genau im Jahr 1997. Yes! Yes! Wir machen weiter mit Frage Nummer 3. Der erste Mensch betritt den Mond vor 1997 oder nach 1997? Und Winston, du kannst uns bestimmt sagen, wer denn da den Mond betreten das hat. Das wissen wir ja alle schon. Es war natürlich der gute alte Armstrong. Neil Armstrong mit seinem Kumpel Buzz Aldrin, darf man nicht vergessen. Neil und Buzz, und es war Apollo 11, die da gelandet ist. In und the Summer of Love. Ich sehe die Zahl schon ganz, ganz viel im Chat. Es war vor 1997 und ich sehe schon 1900 auf der Timeline 69. Yes. Da haben wir ihn. Mit der Zahl machen wir weiter für unsere vierte Frage. Der Eiffelturm in Paris ist fertiggestellt vor 1969 oder nach 1969. 10.100 Tonnen schwer. Wurde zur Erinnerung an den 100. Jahrestag der Französischen Revolution errichtet. Das hatte auch einen Sinn. Ich war da lange her. Ich war, ich glaube, 9 Jahre alt, 10 Jahre alt. Ich war nie da. Disneyland. Danach war ich nicht mehr da. Wurde von 1887 wurde der Bau gestartet oder wurde mit dem Bau gestartet. Also vor 1969. Und wann war der Eiffelturm fertig? 1800. 18, was sage ich denn? 89. 1887 bis 1889. Natürlich. So vor 1969. Vor 1969, da kommen wir ganz durcheinander. Frage Nummer 5. Die Guillotine wird zum letzten Mal zur Hinrichtung in Frankreich eingesetzt. Vor 1889 oder nach 1889? Ich kann euch sagen, die letzte Hinrichtung durch die Guillotine fand in Frankreich in 1977 statt. 1981 wurde die Todesstrafe in Frankreich abgeschafft und seit 2007 ist sie auch in der Verfassung verboten. Und da wissen wir schon die richtige Antwort. Das war nach 1889 und es war im Jahr 1977, wie ich schon gesagt habe. Da sind viele rausgeflogen, muss ich sagen. 3.100 verloren. Nicht als erstes, sind viele rausgeflogen. Frage Nummer 5 war das erst. Ihr könnt die Rettungsringe immer noch anwenden. Wir machen weiter mit Frage Nummer 6. Die britische Sängerin Adele wird geboren vor 1977 oder nach 1977. Jetzt müsste man wissen, wie alt sie ist. Ihr letztes Album oder ihr, war das das allerneueste Album jetzt? Oder ja, glaube ich schon. Ja, hat den Namen 30. Alle, die Englisch können. Übersetzt 30. Und das stand für ihren 30. Geburtstag. Und das ein war... Ein bisschen schnelle Mathematik. Genau, schnelle Mathematik. Das war nach 1977. Und wir schauen uns wieder die Timeline an. Das war genau im Jahr 1988. Yes. Weiter geht's mit der letzten Frage für den Rettungsring. Mit jemandem Englisch-Quiz haben wir bestimmt bald mal wieder, wenn Schulwoche ist. Das wäre auch mal was. Ein ganzes Quiz nur auf Englisch. Ja, bestimmt. Also ganz auf Englisch oder ein Englisch-Sprach-Quiz. Das wäre mal was, oder? Sag mal oder? Bescheid. Quiz auf Englisch oder Englisch-Sprach-Quiz. Frage Nummer 7 kommt hier. Irland erlaubt nach Referendum die Scheidung vor 1988 oder nach 1988. Ich fand es ganz witzig, ich habe gelesen, dass Irland generell sehr strenge Scheidungsgesetze hat. Und bis vor kurzem musste man noch 4 Jahre getrennt leben, bevor man sich scheiden lassen durfte. Mittlerweile sind es noch 2 Jahre, aber auch lange. Ja. Das ist in anderen Ländern entspannter. Und die richtige Antwort hier ist nach 1988 und um es ganz genau zu sagen, 1995. Und da sind wieder viele Leute rausgeflogen. Heute gibt es viele Rettungsringe. Es wird aber spannend. Es wird spannend. Frage Nummer 8 kommt hier. Das erste Macintosh-Modell kommt auf den Markt. Vor 1995 oder nach 1995? Ja, früher, da waren ja die Computer, auch vor dem Macintosh, ziemlich komplizierte Büromaschinen. Dann kam der Mac raus, der war einfach, der war kleiner, der war leichter. Alles besser, oder auch nicht. Und das war, ich kann euch schon mal sagen, vor 1995. Und wer mir hier, ich sehe es schon hier, Swiffer 20 schreibt die richtige Antwort, das richtige Jahr, 1984. Legen wir mal auch kurz auf die Timeline. Ganz genau. Weiter geht's mit Frage Nummer 9. McDonald's eröffnet seine erste deutsche Filiale vor 1984 oder nach 1984?
Das allererste Restaurant, das war in Amsterdam im gleichen Jahr. Mhm. Und in Deutschland das allererste, ich glaube, wir haben auch ein Bild davon. Das sieht steht so immer aus. Noch. Sag ein bisschen, mal, bisschen modernisiert. Wo das steht. In München steht das. Da schreibt jemand 1974 München, stimmt leider nicht. Ja, Schal 129, da hast du dich ein paar Jahre vertan. Richtig Antwort auf jeden Fall vor 1984 und wir können mal gucken, wann das genau war. Das war? Scheiße. 1971, yes. Yes. Weiter geht's mit Frage Nummer 10. Die Kinderbuchautorin Astrid Lindgren veröffentlicht die Geschichte Ronja Räubertochter vor 1971 oder nach 1971? Vor. Ich sehe einige Zahlen. 65, 71, 81, sagt da jemand. Viele wollen kein Englisch-Quiz, sehe ich. Nicht so beliebt. Gut, dass wir da müssen wir es auf jeden Fall. Dann wissen wir es. Richtig einmal so wie mal nach 1971 und jemand hat noch die richtige Antwort geschrieben. Da 50, haben wir aber 50. Viele verloren. Das war nämlich ungefähr 10 Jahre später. Ich guck mal nach. Ja, 1981. Yes. Ah, da sind viele rausgeflogen. Aber wir haben noch zwei Fragen und erstmal Deutsch bevor. Okay. Wir haben es gehört, wir machen niemals ein englisches Quiz. Wobei schreibt einer, Quiz in Englisch wäre durchaus okay, Mann. Aber okay, Schluss mit der Diskussion, wir machen weiter mit Frage Nummer 11. Elisabeth II. Sitzt 20 Jahre auf dem Thron, vor 1981 und nach 1981. Da muss man ein bisschen rechnen, weil man weiß, wie alt sie ist, seit wann sie auf dem Thron sitzt. Und ich sitze ja schon jemand, seit 70 Jahren. Sagt jemand, der Martin soll das englische Jahre. Quiz machen, der macht das bestimmt schon mal wieder. Macht er bestimmt mal wieder, aber wie gesagt, die Queen Elizabeth sitzt schon seit 70 Jahren. 70 Jahren sitzt sie schon auf dem Thron und zwar seit 1952. Mhm. Und rechnet man dann da 20 Jahre obendrauf, dann sind wir im Jahr 1972 und das wussten 1200 Leute. Finde ich, sind doch noch viele dabei. Finde ich auch. Aber jetzt... Finde ich auch. Die letzte Frage. Letzte Frage. Auf geht's, auf geht's. Frage Nummer 12. Der Notruf 112 wird bundesweit verbindlich vor 1972 oder nach 1972? Bestimmt nein. Die Nummern 110 und 112, die waren schon seit 1948 regional verwendet oder wurden schon regional verwendet. Aber... Nicht bundesweit. Nicht bundesweit, genau. Das Ganze war nach 1972 und das wussten 794 Leute und es war nur ein Jahr später, 1973. Und ich sage herzlichen Glückwunsch an die 700 Gewinner, 2 Rettungsringe pro Person. Jemand fragt natürlich, ob ich Spätzle mag. Ich liebe Spätzle. Das ist eins meiner... Ich liebe Spätzle. Selbstgemachte Spätzle machen habe ich noch nie gemacht, aber das ist auf meiner To-Do-Liste. 2 Rettungsringe pro Person für M. Nelson, Anjuli 1967, Raff Phoenix, Barry 65, Dr. Puffer, Jasselein 31, 84 Little Star, Kult 73, Siggy H. und Nytro. Herzlichen Glückwunsch an euch. Genau, ich sage danke für heute. Tolles Quiz. Morgen, Winston, was ist morgen? Morgen, Monatsfinale. Das Monatsfinale, nicht 1000 Euro. Ich sag so, Tausende von Euros im Pott. Und wir wünschen euch noch einen super schönen Abend, sagen danke für heute und wir sagen Tschüssi und Müsli. Ja, das war natürlich auch wieder mehr so ein Quiz, wo man auch relativ viel raten musste. Aha, jetzt gibt's auch schon Heiratsanträge im Chat. Das ist natürlich auch mal was Neues. Da musst du halt aufpassen, dass derjenige das dann auch liest.
sonst kommt doch keine Hochzeit zustande. Ja, Leute, wie fandet ihr so das Quiz? Ich fand es relativ schwer. Aber ich glaube, das war so ein Ding, das konntest du auch gut gewinnen, indem du einfach nur geraten hast, glaube ich. Na gut, dann würde ich sagen, bis morgen und dann gucken wir uns mal das Monatsfinale an. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.